Wohnen in der Zukunft, in Megacities, in gigantischen Hochhäusern. Superluxus nur für wenige oder die zwingende Antwort auf das schnelle Wachstum in den Städten? Ein deutscher Architekt sucht darauf eine Antwort und arbeitet schon jetzt an der Architektur der Zukunft. Was mich am meisten interessiert, ist, welchen Beitrag sie zum Leben der Menschen leistet, wie sie das Leben der Menschen bereichert und wie sie mit den Strukturen, in denen wir leben, umgeht und wie sie die vielleicht aufbricht und erweitert. Frankfurt, die Hochhausstadt. Hier hat Ole Scheren jetzt seinen ersten Auftrag in Deutschland. Aus einem grauen Büroturm will er ein leichtes Wohnhochhaus machen. Neugestaltung statt Abriss. Der River Park Tower, ein Recyclingprojekt sozusagen. Ich finde die Aufgabe besonders interessant, sich die Frage zu stellen, von den vielen Gebäuden, die es gibt in Europa und in Deutschland, die vielleicht heute nicht mehr adäquat sind aus einer Zeit heraus, in der sie gebaut wurden. Was kann man mit einer solchen Bausubstanz machen und wie kann man sie in eine zeitgenössische und zukunftsorientierte Nutzung überführen? Gestern noch Zukunft, heute veraltet, abgerissen und nur selten denkmalgeschützt. Alte Bürotürme gibt's in Frankfurt genug. Warum nicht also Wohnungen daraus machen? Wie hier, das Union Investment Hochhaus am Mainufer, 93 Meter hoch, gebaut 1977 von Albert Speer Junior. Der Umbau in einen Wohnturm mit 230 Wohnungen, sicher Luxussache, nichts für Geringverdiener. Stimmt, aber immerhin gibt es auf dem Areal mindestens 34 geförderte Mietwohnungen. Die Idee ist, dieses schwere Betongebäude der 70er Jahre, ein Bürogebäude, im Prinzip komplett aufzubrechen und diese Schwere zu beseitigen und eine leichte, offene Struktur zu erzeugen und das Ganze in einen Wohnturm zu verwandeln. Zu zeigen, dass Wohnen im Hochhaus grandios sein kann. Was vom alten Gebäude bleibt, sind lediglich die vier Stahlstränge. An denen will Ole Scheren dann seine gläsernen Wohnungen aufhängen. Mich interessiert es, Menschen in einem solchen Gebäude ein Gefühl von Freiheit zu geben. Sie haben Aussicht, sie haben Blick. Und in diesem Gebäude hier ganz besonders, wir haben diese horizontalen Schichten dort eingezogen. Ich nenne die Panoramaplatten, weil sie eine stützenfreie, riesige Aussicht über die gesamte Skyline und die Natur und Landschaft Frankfurts hier ermöglichen. In Asien ist der 46-Jährige bereits ein Superstar. In Peking hat seine Karriere begonnen mit dem Bau des CCTV, der Zentrale des chinesischen Staatsfernsehens, in dem heute 10.000 Menschen arbeiten. Ole Scheren hat lange in China gelebt. 10 Jahre seines Lebens stecken in diesem Bau, mit dem er berühmt wurde. Sein Ansatz ist radikal. Wie bricht man die Rangordnung eines Wolkenkratzers? Das Zusammenleben von Menschen will er neu ordnen. Die Idee von CCTV, als ich das mit Rem Koolhaas entwickelt habe, war der Gedanke, die Hierarchie der Vertikalen des Hochhauses, in der im Prinzip immer oben das Beste und unten das weniger Wertvolle ist, aufzubrechen und zu sagen, vielleicht geht es bei einem Hochhaus gar nicht mehr darum, in die Höhe zu bauen, sondern vielleicht können wir ein Hochhaus als eine Gemeinschaftsstruktur verstehen, diese vertikale Nadel im Prinzip in sich selber zurückbiegen, um einen Kreislauf miteinander verbundener Aktivitäten zu schaffen. Ole Scheren will Menschen zusammenführen, nicht trennen. Die Interlace in Singapur, 1000 Apartments auf 24 Stockwerken, ein vertikales Dorf, ausgezeichnet als bestes Gebäude der Welt 2015. Ich habe letztlich die Türme genommen aus der Vertikalen und sie in die Horizontale gelegt und dann aufeinander aufgestapelt. Und was von der Seite sich erstmal gar nicht als klare Ordnung darstellt, wenn man von oben schaut oder drinnen ist, versteht man, es ist ein hexagonales Raster, das riesige Innenhöfe und Gärten bildet. Das heißt, anstatt Restraum zwischen Türmen zu haben, habe ich große Räume definiert. Räume des Lebens, Räume des Zusammenlebens. In Frankfurt herrschen keine Verhältnisse wie in Asien, wo die Städte jetzt schon überfüllt sind. Aber Frankfurt wächst mit hoher Geschwindigkeit. Und Wohnraum fehlt. Rund 20 neue Wohnhochhäuser sind geplant. Das Leben im Hochhaus erfährt einen Imagewandel. Wir haben in Asien gelernt, dass man grandios im Hochhaus leben kann, dass
ungeheure Qualitäten in diesen Strukturen bestehen können oder erzeugt werden können. Und ich glaube, es ist einfach eine Erweiterung der Möglichkeiten, wie man leben kann. Und dieses Gebäude soll auch ein Beispiel dafür werden, wie das eben möglich ist. Umbau statt Abriss. Eine gute Idee. Der River Park Tower und seine 230 Wohnungen können 2021 bezogen werden. Kostenpunkt für den Umbau 220 Millionen.